Hallo liebe Videofreunde. Ja, ihr habt ja jetzt sehr lange von uns nichts gehört. Nach dem letzten Video, wo wir ja den Fehler gefunden hatten von unserem Batterieproblem, Ladeproblem, habt ihr dann auf einmal gar nichts mehr von uns gehört. Und dann habt ihr uns auch schon geschrieben, was eigentlich los ist. Und ihr habt euch dann gewundert und so weiter und so fort. Aber es war so viel, was passiert ist, womit wir überhaupt nicht gerechnet haben, dass wir einfach überhaupt gar keine Muße und keine Zeit hatten für irgendein Video. Es ging überhaupt nicht. Also ich hatte dann schon, als wir aus der Schweiz zurückgekommen sind, gemerkt, dass meine Mutter ganz schön abgebaut hatte in der Zeit, auch wo wir im Urlaub waren. Ich habe mich erschrocken, als ich nach Hause gekommen bin. Sie war sehr schmal geworden und hat halt eben also auch körperlich abgebaut. Und das ging jetzt immer stetig voran. Es wurde immer schlimmer und meine Mama war ja ein sehr intensiver Pflegefall gewesen, weil sie konnte nicht sprechen, sie konnte nicht alleine essen, sie konnte nicht alleine trinken, sie konnte nicht mehr laufen am Ende. Also sie war wirklich ein intensiver Pflegefall. Aber trotzdem hatten wir also in den letzten anderthalb Jahren noch wunderbare Momente und ich möchte euch also auch Mut zu sprechen, falls ihr die Gelegenheit habt, eure Angehörigen selber zu pflegen, macht das. Also ich hatte ja meine Mutter 11 Jahre zuvor im Pflegeheim gehabt, in 2 verschiedenen. Einmal in Hessen, einmal halt in Cottbus. Und also das ist so ein großer Unterschied, wenn man das selber zu Hause machen kann. Also das ist wirklich, kann man sich gar nicht vorstellen. Also die Heime sind einfach voll unterbesetzt. Und ich habe da schon in dem Heim im Cottbus, also war ich täglich 2-mal da und habe sie dort auch also Essen zugereicht und habe sie auch abends ins Bett gebracht, habe die Körperpflege selber gemacht abends und so weiter. Weil einfach so wenig Leute sind, so wenig Mitarbeiter, dass das einfach auch notwendig teilweise ist. Also die waren auch dankbar dafür, wenn man den Arbeit abgenommen hat. Und dann hatte ich sie ja zu Corona letztes Jahr nach Hause geholt. Und und das war das Beste, was ich habe machen können, weil wir hatten noch mal wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit. Wie ihr schon, jetzt muss ich mal kurz warten, weil hier jemand telefonieren vorbeigelaufen ist. War ein bisschen laut. Ja, wir hatten also noch mal eine sehr intensive, schöne Zeit in den anderthalb Jahren gehabt. Und ihr hört ja schon, ich spreche in der Vergangenheit. Also meine Mutter ist letzte Woche verstorben. Und das ging dann alles relativ schnell und ich hatte dann, dadurch, dass sie halt immer kränker wurde auch, sie hatte halt auch Schluckstörungen gehabt und hat viel Aspiration gehabt und ach, es war eigentlich nur noch, hat keine Luft richtig mehr gekriegt und ja, aber sie wollte immer noch und dann habe ich aber trotzdem das Palliativteam dazugezogen und habe mir dort eben Beratung geholt. Und wir haben uns dann für den palliativen Weg entschieden, weil es meiner Mutter einfach also wirklich schlecht ging. Ich war aber im Nachhinein nicht so sehr glücklich über diese Entscheidung gewesen, weil es lag aber mehr oder weniger an dem Palliativteam. Ich bin da nicht so gut mit klargekommen und das war eine ganz, ganz harte Zeit, weil man also völlig auf sich allein gestellt war mit der ganzen Situation. Es gab keine Unterstützung für Angehörige und das hat es sehr schwer gemacht, weil mein Bruder kam dann glücklicherweise ganz schnell und mein Mann, also Michael und ich, wir haben zu dritt also praktisch Hospizdienst übernommen und haben also wirklich Sterbebegleitung über eine Woche lang gemacht, Tag für Tag, 24 Stunden und das war, also es hat uns alle Kraft der Welt geraubt. Es war auch sehr emotional, weil es ist natürlich was anderes, wenn jemand irgendwo im Hospiz stirbt und die Schwestern das übernehmen, als wenn du deiner Mutter nichts mehr zu essen und zu trinken geben darfst und zugucken musst, wie jemand halt eben so ganz langsam geht. Und das macht was mit einem, vor allem wenn es eben die Mama ist, ne? Die man ja nun jahrelang gepflegt hat und auch Essen zugereicht hat und Trinken zugereicht hat und dann auf einmal darfst du nichts mehr geben und ja, es hat also auch recht lange gedauert, also es ging nicht so schnell, wie ich mir das auch vorgestellt hatte, ist alles anders gekommen und es war sehr, sehr schwierig, sehr emotional und ich werde da auch noch eine ganze Zeit brauchen, um darüber klarzukommen und damit fertig zu werden,
Und deswegen habe ich mich entschieden, als dann das beendet war letzte Woche, haben wir dann auch noch die Beerdigung gemacht, weil alle mussten auch irgendwann wieder arbeiten. Also mein Bruder und auch Michael musste, der Chef hat auch gedrängelt, dass er wieder arbeiten kommt. Und dann haben wir alles ziemlich schnell über die Bühne gebracht und ich habe mich dann entschieden, mit Michael mitzufahren. Und habe gedacht, ich bleibe jetzt so lange, wie er hier arbeiten muss, bleibe ich hier. Oder fahre noch ein bisschen nach Hessen, wie auch immer. Aber auf jeden Fall fahre ich mit und raus, weil ich hätte nicht im Haus bleiben können. Da ist alles noch so allgegenwärtig und ist alles noch da. Und sie ist noch vollends für mich da. Und also das war gut so, dass ich mitgefahren bin. Ja, und da sind wir dann halt am Freitag, kam mir mein Bruder nach Berlin gefahren. Ich kann euch sagen, durch diesen Streik. Wir haben von Cottbus nach Berlin hin und zurück, das sind 240 Kilometer, 6 Stunden gebraucht. 6 Stunden. So, und dann mussten wir ja am Samstag wieder los, weil wir ja dann am Sonntag musste Michael in Frankfurt sein. Also haben wir am Samstagvormittag noch den Rest, was wir noch nicht zusammengepackt hatten, alles zusammengepackt, Haus noch, wie gesagt, ein bisschen Ordnung gemacht, was, wie es so ist. Und dann sind wir losgefahren bis nach Eisenach. Dort hatten wir auch also ganz gut Verkehr auf der Straße. Aber am Samstag ging es einigermaßen, muss ich sagen. Und dann sind wir bis an den Stellplatz zur Kreuzburg gefahren. Da waren wir ja schon mal. Da kann ich euch auch das Video mal einblenden. Das ist ein sehr schöner Stellplatz. Da gibt es keine Fähr- und Entsorgung. Aber es ist sehr schön, dort zu stehen. Also sehr landschaftlich sehr schön. Und da waren wir dann eine Nacht. Und dann sind wir am Sonntag weitergefahren, also vorgestern, und sind nach Hessen gefahren. Und dort wollten wir dann halt in Bad Nauheim, das ist unsere Heimatstadt, also wo wir 26 Jahre halt gelebt haben auch, wollten wir Fahrerwechsel machen und nochmal tanken. Und dann habe ich gesagt, ich fahre jetzt nicht mehr weiter bis an die Mosel, ich bleibe jetzt hier in Bad Nauheim. Ich war so kaputt und fertig. Und das war auch gut so. Und dann bin ich in Bad Nauheim eine Nacht geblieben. Michael ist nach Frankfurt zum Arbeiten gefahren. Und anschließend abends schon hier nach Frankfurt-Hahn und weitergefahren. Und ich bin dann dort geblieben und bin gestern dann von Bad Nauheim hierher gefahren nach Reil an der Mosel. In Bad Nauheim war ich dann auch am Abend schön essen in unserer alten ehemaligen Lieblingspizzeria. Und dann bin ich noch ein bisschen spazieren gegangen und habe mir das neue Elvis-Denkmal angeguckt. Bad Nauheim ist ja Elvis-Stadt, also falls ihr mal ein richtig tolles Elvis-Festival erleben möchtet, dann kann ich euch das ganz doll empfehlen, weil da kommen wirklich alle verkleidet und mit Cadillacs und da ist die ganze Stadt also einfach zurückversetzt in die 50er Jahre. Elvis war ja in Friedberg und in Bad Nauheim stationiert, beziehungsweise in Friedberg stationiert und hat in Bad Nauheim gewohnt. Und das wird natürlich also bewahrt und da wird alles dafür getan. Und dieses Elvis-Festival einmal, ja, das ist echt toll, da kommen die sogar aus Amerika gefahren. Also wenn ihr euch sowas mal angucken wollt, das kann ich euch wirklich empfehlen. Ist echt toll. Und da war ich noch ein bisschen in der Stadt spazieren und bin dann da geblieben. Und gestern bin ich dann von Bad Nauheim hierher nach Reil gefahren. Und das war auch gut so, dass ich das alles so gemacht habe, weil man musste sich konzentrieren und der Fokus lag woanders und nicht am Nachdenken und das war ganz gut. Und das habe ich auch echt gut gemeistert. Ich bin super mega stolz auf mich, auch Eigenlob stinkt, aber ich muss das mal einfach so sagen, weil es war, ich bin gestern auf verschiedene Mediamärkte noch angefahren, weil ich noch was haben wollte. Habe das alles mit dem Einparken geschafft. Ich war einkaufen im Supermarkt und habe auch dort mit dem Einparken das geschafft. Dann bin ich hierher gefahren. Das war also die Strecke von Frankfurt nach Reil hier, also an die Mosel. Das ist zweispurige Autobahn, sehr viele Baustellen, sehr viele LKWs. Ich bin kurvige Landstraßen gefahren. Das Navi hat mich hier in Reil auf dem Berg hoch gelotst und dann musste ich eine super extreme steile Gasse hier runterfahren zu dem Campingplatz, hat mich einfach verkehrt gelotst. Das Navi hätte anders fahren sollen. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Echt, ich habe all meinen Mut zusammengenommen, aber ich bin gefahren. Ich habe es geschafft. Also ich bin wirklich diese steile, enge Gasse, wo noch Autos standen, bin ich runtergefahren. Und ich habe sogar das Auto auf Keile gefahren. Also habe das Auto angeschlossen, Strom, alles gemacht. Habe ich hingekriegt. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen stolz auf mich. Finde ich gut. Ja, und dann habe ich gestern Abend hier den Abend schön ausklingen lassen mit Blick auf die Mosel. Also alles wunderbar. Michael musste leider arbeiten.
In Frankfurt-Hahn geht es drunter und drüber auf dem Flughafen. Also das ist absolutes Chaos dort. Und wir haben uns jetzt auch seit Sonntag, wo wir uns in Bad Nauheim verabschiedet haben, nicht mehr gesehen. Aber ich bin in der Nähe und nicht mehr so weit weg. Früher waren wir ja immer, also mindestens 2 bis 3 Wochen, teilweise im Monat getrennt. Und jetzt ist halt natürlich das Gute an der ganzen Sache einfacher, weil ich dann auch mal mitfahren kann und wir nicht mehr so lange immer getrennt voneinander sind. Und das werde ich in Zukunft öfters mal machen, dass ich mal mitfahre. Ne? Ja, also das sind die neuesten Nachrichten und damit sei das erklärt, warum wir uns so lange nicht gemeldet haben. Im Übrigen, also, wir sind losgefahren am Samstag, hat wieder nicht geladen. Also, zeigte wieder nur 12 Volt an und weniger. Und ja, dann haben wir also wieder, Michael hat dann aufgemacht unten, den Sensor wieder abgezogen. Das letzte Mal war es so, als der dann abgezogen war, dann hat die dann beim Fahren voll super geladen. Das war diesmal nicht so. Auch da hat sie nicht geladen. Dann sind wir dann irgendwo nach ein paar Kilometern wieder angehalten und dann hat er den Stecker wieder draufgesteckt, den Sensor. Und dann ging es wieder. Also es liegt scheinbar am Steuerungssystem. Da muss irgendein Fehler drin sein. Und das Auto muss ja nochmal in die Werkstatt. Ich hoffe jetzt allerdings nur, dass wir halt jetzt auch das Auto dann mal an einem Tag repariert bekommen, weil oder höchstens 2-3 Tage, weil ich das Auto jetzt auch brauche und ich auch damit mehr unterwegs sein werde. Also jetzt dahinstellen und 3 Wochen stehen lassen irgendwo, das möchte ich jetzt irgendwie nicht mehr, weil ich möchte schon jetzt auch ein bisschen unterwegs sein und ja, mal meine Zeit, die ich jetzt also 3 Jahre eigentlich immer nur zu Hause war, mal ein bisschen ausnutzen und auch mal wieder jetzt am Leben ein bisschen teilnehmen. Und von daher hoffe ich, dass das irgendwann jetzt auch bald über die Bühne geht. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen spazieren mit Hundi. Mal gucken, ob wir bis rüber in die Weinberge ein bisschen kommen. Und dann, ja, war's das für dieses Video. Ich zeige euch noch ein paar Bilder. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss! Wollte ich euch nochmal heute Morgen den schönen Weg hier zeigen, der ja direkt am Stellplatz ist. Und da könnt ihr wunderbar Fahrrad fahren. Also es geht hier einen Radweg entlang der Mosel und ja, natürlich Hundegassigang, so wie ich gerade. Wunderbar. Kommen auch gleich nochmal so ein paar kleine Weinberge. Und das ist ideal hier direkt am Stellplatz. Das ist ganz toll. Mosella, du hast ja so viel Wein.
Oh, Marcella, trinkst du den Wein allein? In deinem Garten liegen, wächst doch der Wein für jeden. Denn ohne Wein kann ich nicht sein. Oh, Marcella. Dankeschön. We'll be right back.